Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Glücksbringer. Mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich werde Sie gut behandeln. Volles Haus, herzlich willkommen zu einem Programm, was sich anschließt an das letzte Kabarettprogramm von mir, Sprechstunde. Bei Sprechstunde war die zentrale Frage, ist Gesundheit das höchste Gut? Meine Antwort war, nö. Heute ist die zentrale Frage, ist dann Glück das höchste Gut? Mal sehen, mal sehen. Von der körperlichen zur geistigen Gesundheit. Glück und Gesundheit hängen irgendwie zusammen, aber banal ist es nicht. Nicht jeder, der gesund ist, ist glücklich. Nicht jeder, der krank ist, ist unglücklich. Aber wer öfter glücklich ist, ist seltener krank. Das können wir heute sagen. Hat weniger Infekte, Diabetes und Herzinfarkte. Interessiert das jemanden? Mich auch. Ärzte interessieren sich historisch immer dafür, wie werden Menschen krank? Ist gut, das zu verstehen. Was darüber hinaus doch spannend ist, warum werden manche Leute nicht krank, obwohl sie es auch verdient hätten? Was machen die richtig? Da gibt es Leute, die werden nicht dick und essen auch mal zwischendurch. Da gibt es Leute, die haben auch Stress und werden nicht depressiv. Da gibt es sogar Leute, die sind in einer festen Beziehung und gut drauf. Wie geht das? Was kann man von denen lernen? Sie kriegen heute die Formel für den perfekten Körper, die perfekte geistige Verfassung, die perfekte Partnerschaft und viele Gründe, warum Perfektion der sicherste Weg ist ins Unglück. Glücksirrtum Nummer 1, Menschen sind gerne glücklich. Ey, da habe ich als Arzt ganz andere Erfahrungen. Hypochonder. Denen geht es nicht gut, wenn es ihnen gut geht. Sadomasochisten, denen tut es weh, wenn der Schmerz nachlässt. Singles, denen fehlt der Partner. Wozu? Zum Glück. Freut mich, dass Sie sich jetzt entscheiden, mitzudenken und ein bisschen Zeit dafür mitgebracht haben. Es soll sich für Sie lohnen. Das Schöne heute Abend, Sie können nichts falsch machen. Egal, was dieses Programm für Sie ist, das ist es dann. Für den einen ist es ein lustiger medizinischer Kabarettabend. Für den anderen geht plötzlich ein Licht auf. Er kapiert, wie die anderen so sind. Und vielleicht kapiert auch jemand, warum er so ist, wie er ist. Und macht richtig gleich bei der Gelegenheit Großputz in der Großhirnrinde. Raus mit den angestaubten Gedanken. Mit den Stockflecken aus der Seele. Einmal richtig Tränen lachen und damit feucht durchwischen. In die Hirnwindungen, wo sonst kein Kabarett hinkommt. Nehmen Sie nur einen einzigen Gedanken von heute mit. Das ist alles, was Sie brauchen. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zusammen heute dieses Glücksbringer-Programm zu machen. Auf dem Plakat haben Sie gesehen, im Mund habe ich ein dreiblättriges Kleeblatt. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass unsere bisherigen Glücksbringer total ungeeignet sind. Wer behauptet, dass 4 Blätter besser an einem Kleeblatt sind als 3? 4 Blätter sind seltener, okay. Aber was machen wir da psychologisch? Wir binden unser Glück an Dinge, die bewusst selten vorkommen. Und wundern uns dann, dass wir selten glücklich sind? Das haben wir uns selber eingebrockt, ganz schön bescheuert. Ob 4 Blätter besser sind als 3, das ist eine Frage Ihres Standortes. Und vom Standort des Kleeblattes. Zum Beispiel direkt neben einem Kernkraftwerk sind ganz viele 4-Blättrige kein gutes Zeichen. Was gibt es noch für typische Glücksbringer im Deutschen? Da wird die Tierwelt bemüht. Ein Marienkäfer. Oder eine Hasenpfote. Entschuldigung, eine Hasenpfote soll Glück bringen? Der Hase hatte 4 davon. Das hat ihm nicht viel gebracht, oder? Da warten erwachsene Menschen auf einen rußverschmierten Schornsteinfeger jahrelang und kapieren nicht, sie haben Zentralheizung. Die bringen das gar nicht zusammen, dass das mit ihrem eigenen Verhalten zu tun haben könnte. Und da machen sich Leute den ganzen Tag fertig, weil eine Katze von rechts oder von links kam. Ob eine schwarze Katze für ihr Leben etwas bedeutet, hängt nicht von deren Laufrichtung ab, sondern von einer zentralen und relativ leicht zu beantwortenden Frage. Bist du Mensch oder Maus?
Es ist also höchste Zeit, unseren Glücksbegriff auf eine neue, auf eine medizinische Basis zu stellen. Was wissen Mediziner über das Glück? Du guckst natürlich in den Pschyrembel, ins klinische Wörterbuch, und da steht Glück drin. Allerdings mit Y. Oh, herzlich willkommen, die Kollegen. Glück mit Y heißt nämlich süß oder Zucker. Hyperglykämie ist zu viel, Hypoglykämie zu wenig Zucker im Blut. Kennt man so aus dem Alltag. Omi, noch ein Stückchen Zucker? Nee, Zucker habe ich doch schon. Hypoglykämie kennt man auch. Da geht jemand ohne Frühstück aus dem Haus, verpasst das Mittagessen, ist am Nachmittag unausstehlich. Einfach unterzuckert. Das Hirn braucht Energie. Das Blöde ist nur, wenn der Deutsche merkt, er hat schlechte Laune, glaubt er, irrigerweise, es besteht Meldepflicht. Ich muss alle umgehend davon in Kenntnis setzen. Nein! Der Glücksprofi, und das sind Sie nach diesem Programm, weiß, ich kann erst mal kurz checken, habe ich überhaupt für die Grundbedürfnisse meines Hirnes gut gesorgt. Sind alle Substanzen, alle Rahmenbedingungen da, um Glück zu empfinden? Wann habe ich zuletzt gegessen? Wann habe ich mich zuletzt bewegt? Am besten unter freiem Himmel. Wann habe ich zuletzt geschlafen? Mit wem und warum? Dann haben Sie 5 große Quellen für schlechte Laune schon einmal zack, zack, zack abgehakt. Unser Hirn, ich habe hier eins dabei, ich hoffe Sie auch, ist tatsächlich die komplexeste Struktur im Universum. Und das Blöde ist, es kommt ohne Gebrauchsanweisung. Automatisch gehen die meisten falsch damit um. Die sagen sich, ich möchte mir das lange frisch erhalten, indem ich es möglichst selten einsetze. Haut leider nicht hin. Denn unser Hirn funktioniert nach einer fiesen Logik, use it or lose it. Was wir nicht gebrauchen, das wird eingestampft. Und die wichtigste Botschaft aus der ganzen letzten Jahren Hirnforschung ist, das Hirn ist plastisch. Es baut sich um, je nachdem, wie wir es verwenden. Das ist jetzt bis hinein in die Synapse, bis hinein in die Verbindungszellen bewiesen, aber eigentlich ja uraltes Wissen. Marc Aurel sagte schon vor 2000 Jahren, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Ein schöner Satz. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Was wir oft denken, verändert uns bis hinein in die Struktur. Wir wissen heute, Depression kommt eben nicht aus heiterem Himmel, sondern sie kommt aus trüben Gedanken. Und das wissen wir auch, dass wenn wir unser Hirn nicht bewusst trainieren, trainieren wir es automatisch unbewusst durch alles, was wir einfach so routinemäßig tun. Die Zeit als Arzt hat mich natürlich verändert. Wenn ich heute eine attraktive Frau mit einem Dekolleté sehe, wo gucke ich immerhin? Auf die Schilddrüse. Und zwar so lange, bis sie schluckt, denn dann erst kann man die Größe beurteilen. Das ist ganz tief in mir drin. Heute bin ich ja schon lange nicht mehr in der Klinik, aber auf der Bühne, viel unterwegs mit den Vorträgen und den Abendprogrammen. Das heißt, gleichzeitig viele Nächte in Hotels. Und auch das schleicht sich in dein Unterbewusstes ein. Neulich stehe ich bei mir zu Hause hier in Berlin, starr auf mein Kopfkissen und wundere mich, wo ist die Schokolade? Meine Schwester ist Mathematiklehrerin. Neulich komme ich mit ihr an die Supermarktkasse und sagt ihr, ohne zu überlegen, zur Kassiererin, das haben Sie sehr schön zusammengerechnet. Und jetzt das Ganze nochmal ohne den Apparat. Du merkst es nicht, wie dich das formt, was du oft tust und denkst. Martin Seligmann, einer der Pioniere der positiven Psychologie, der fundierten Glücksforschung, fand heraus, dass ausgerechnet eine der reichsten Berufsgruppen in den USA auch eine der unglücklichsten ist, nämlich Juristen. Woran liegt das? Wofür wird so ein Juristenhirn bezahlt? Das lernt, hinter jeder harmlosen Formulierung in einem Vertrag steckt was ganz Fieses. Der lernt sich ständig vorzustellen, was könnte aus dieser Formulierung in einer irgendwie gearteten Zukunft die fiesesten Machenschaften der Gegenpartei automatisch immer unterstellend irgendwann mal für einen Haken entstehen.
Wenn sie das 16 Stunden am Tag machen, verändert sie das. Sie gehen mit dem gleichen Hirn hochbezahlt nach Hause und werden begrüßt von ihrem Partner, ihrer Partnerin mit einem harmlosen Satz. Schön, dass du da bist. Und du liegst noch nachts wach und denkst, wo ist der Haken? Was ist da gemacht? Das Hirn ist eigentlich nicht ein Hirn, sondern sind drei. Großhirn, Mittelhirn und Stammhirn. Und die wichtigste Aufgabe des Hirns ist nicht, uns glücklich zu machen, sondern uns beim Überleben zu helfen. Weil Sie hier sitzen, kann ich auf den ersten Blick feststellen, Ihr Hirn hat bisher einen guten Job geleistet. Glück muss vorbeigehen. Hätte ein Neandertaler nur einmal was gegessen und sich einmal versucht fortzupflanzen und war daraufhin für immer glücklich, wir säßen alle nicht hier. Dass Glück vorbeigeht, ist eine Grundbedingung des Lebens. Das soll auch entspannend zu wissen, oder? Permanentes Glück kann es gar nicht geben, muss es auch gar nicht geben. Und für jeden Einzelnen ist Glück wieder was ganz anderes. Für jedes Tier natürlich auch wieder. Ein Frosch zum Beispiel, der fängt mit seiner Zunge eine Fliege. Das ist ganz schön erstaunlich. Haben Sie das mal probiert? Ich mache Ihnen das einmal vor. Achtung. Haben Sie es gesehen? Ja, meine Zunge ist inzwischen so schnell raus und rein, dass sie fürs menschliche Auge praktisch nicht mehr wahrnehmbar ist. Ein Frosch hätte meine Zunge aber gesehen, weil sein ganzes Nervensystem darauf ausgerichtet ist, Dinge, die sich schnell bewegen, exakt zu orten. Das ist wichtig für ihn. Das ist sein Glück, wenn er das kann. Dann überlebt er. Er zahlt dafür aber einen hohen Preis. Er sieht zwar präzise die Fliege und ihre Flugbewegungen, aber er blendet alles aus, was sich nicht bewegt. Für sein ganzes Nervensystem, für sein ganzes Sein, findet nichts von dem statt, was sich nicht bewegt. Er sieht nichts von dem schönen Tümpel, in dem er sitzt, von den herrlichen Bergen der Landschaft. Er ist blind für alle Schönheit, die ihn umgibt. Willst du glücklich sein, sei kein Frosch. Das ist aber nicht so einfach, denn der Frosch, die Amphibie, dieses Anspringen auf alles Bewegte, ist ganz tief in uns drin. In unserem Stammhirn, da sind wir solche Amphibien. Meinetwegen beim Fernsehgucken. Das läuft auf Stammhirn-Level. Was kommt als Sendung? Beispielsweise Fliege. Was tut der gesunde Mensch? Er schaltet um. Denn dann bewegt sich das Bild und du denkst, ach, es hat sich bewegt, ist wieder interessant. Seppen ist das Extrem davon. Das heißt, du kannst deinem ganzen Abend lang deinem Stammhirn suggerieren, ich kann jetzt nicht ins Bett, es bewegt sich noch was. Bis dein Großhirn fragt, ist das wirklich interessant, ist die Nacht vorbei. Das ist mehr so ein Männerding. Frauen haben so ihre Bewegungsreflexe beim Shoppen. Da hat sich was bewegt. Wo? Da. Ein Preis. 30%. Zunge raus, rein. Gekauft. Und wenn das Großhirn fragt, brauche ich das wirklich, ist die Garantiezeit abgelaufen. Wieder mehr so ein Männerreflex ist es mit Bewegungsreizen in der Umgebung. Meinetwegen liegen Sie am Strand, auf dem Handtuch mit Ihrer Frau, Ihrer Freundin. Sie sind ein gutes Paar, sie sieht auch sehr schön aus. Sie hat nur einen akuten Nachteil. Sie bewegt sich in diesem Moment wenig. Wo sind deine Froschaugen? Bei allen anderen, die sich bewegen. Und da ist es schwer, die Zunge drin zu lassen. Frauen hassen uns dafür. Liebe Frauen, es ist nicht böse gemeint. Es ist ein uralter Reflex, keine persönliche Beleidigung. Aber Frauen können das nicht sortieren und nehmen den Mann mit seinem ganzen Froschgehabe und schmeißen ihn gegen die Wand. Weil sie als Kind mal davon gehört haben, dann wird's ein Prinz. Die schlauere Frau, die wirft nicht. Die wartet ab und weiß, er rennt schon von alleine gegen die Wand. Aber auch die schlauste Frau denkt im Grunde ihres reinen Mädchenherzens, du musst nur lang genug ihn bestrafen, irgendwann wird sein Prinz. Liebe Prinzessinnen,
haltet euch fest, es war ein Märchen. Ihr lebt weiter zusammen mit einem Frosch, aber einem schwer traumatisierten. Oberhalb des reflexhaltigen Stammhirnes gibt es dann das Mittelhirn. Da regieren die Hormone Dopamin, Adrenalin, Serotonin. Vielleicht nicht namentlich, aber von ihrer Wirkung uns allen bestens vertraut. Dopamin will den Kick, will Neugier, will im übertriebenen Maße Sucht. Serotonin ist ein Gegenspieler und will eher das Ruhige, das Gelassene, das Zufriedene, langanhaltende Glück. Und Adrenalin will Kampf oder Action. Ein Raucher gewöhnt sein Gehirn an einen übertrieben hohen Dopamin-Level. Sobald die Zigarette wegfällt, fällt das Dopamin und Dopa schreit im ganzen Hirn rum, ey, alle mal hören, wir brauchen dringend eine Zigarette, das ist die allerwichtigste Lebensaufgabe gerade. Serotonin sagt, Dopa, mach mal nicht so laut hier, du bist nicht alleine, es gibt noch andere Wege zum langanhaltenden Glück, hast du schon mal mit autogenem Training probiert. Serotonin wird nicht ernst genommen. Dem hört keiner zu, weil Adrenalin schon längst am Automaten rappelt. Dann fragst du den Raucher in der stillen Stunde, sag mal, warum rauchst du eigentlich? Was sagt er? Weil es mir schmeckt. Wer spricht da? Die Großhirnrinde. Warum? Weil es dummerweise der einzige Hirnteil ist, der sprechen kann. Wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind, wissen Sie aber, dass die Großhirnrinde mit der ganzen Entscheidung überhaupt nichts zu tun hatte. Die fiel eine Etage tiefer bei den Hormonen und die wechseln Koalitionspartner so schnell, dass eine Vertrauensfrage gar nicht lohnt. Je nachdem, was da entschieden wird, wird das Großhirn informiert. Wir wissen heute ziemlich präzise, wir tun nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen das, was wir tun. Das Große, der Verstand, ist leider nicht die Regierung des Menschen, sondern mehr so der Regierungssprecher. Der Regierungssprecher erfährt als Letzter von dem, was beschlossene Sache ist, muss das aber nach außen hin vertreten und das ist ein blöder Job. Was unterscheidet uns vom Tier? Die Länge unserer Ausreden. Weil es mir schmeckt. Mhm. Hat die erste Zigarette geschmeckt? Nein. Man muss sich da mühsam dran gewöhnen. Und liebe Raucher, wenn es Ihnen wirklich nur um den Geschmack geht, ein kleiner Tipp, viel gesünder ist es, Sie nehmen den Tabak aus der Zigarette raus und brauen sich damit einen Tee. Jeder hier im Raum würde sagen, Geld macht nicht glücklich. Aber hält sich irgendwer dran? Ist Bill Gates der glücklichste Mensch der Erde? Ich wette nein. Warum bin ich mir ganz sicher? Er ist nicht mehr der Reichste. An ihm ist der IKEA-Gründer vorbeigezogen. Wie konnte das passieren? Bill Gates, großer strategischer Fehler, er setzt auf Monopol, nicht auf Kooperation. Die Bauanleitung, der Quellcode für seine Software, das war streng geheim. Was hat er erreicht? Die intelligentesten Hacker der Welt gegen sich aufgebracht. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Ey, IKEA-Strategie. Das genaue Gegenteil. Die haben die Bauanleitung sogar dazugelegt. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Weil die intelligentesten Hacker der Welt dachten, das schaffst du ohne. Nach 2 Tagen der Verzweiflung hast du den ganzen Kram nochmal gekauft. Die haben den Umsatz verdoppelt durch scheinbare Kooperation. Für Amerika ist das hart. Software aus den USA unterliegt Teelichtern aus Schweden.
Microsoft geschlagen, nicht durch raffinierte Applikationen von Linux, nein, durch einen simplen Schlüssel namens Imbus. Bill verliert gegen Billy. Das ist auch gleichzeitig Old gegen New Economy. Software ist nie so real wie Bretter. Wenn sich ein Kumpel ein neues Regal kauft, dann sagst du nicht automatisch, ey, kannst du mir das mal brennen? Unser Mitleid mit Bill Gates ist natürlich begrenzt. Wir denken, ey, der hat immer noch genug Geld. Der hat unvorstellbar viel Geld. Ich habe mir das ausgerechnet, wenn der mal sein ganzes Geld in 100-Dollar-Scheinen unter die Matratze packt und dann im Schlaf aus dem Bett fällt, dann ist er, bevor er wieder auf der Erde aufditscht, an Altersschwäche gestorben. Und wenn sich das Geld noch verzinst, kommt er nie wieder in die Erdumlaufbahn. Der Mann ist reicher als die Schwerkraft und es nutzt ihm nichts, denn er ist nicht mehr Nummer eins. Eine erste Position zu verlieren, ist für Menschen viel schlimmer, als sie nie gehabt zu haben. Und das ist doch irgendwie beruhigend, oder? Wir müssen nicht alle Nummer eins werden. Was für ein Quatsch. Tu, was du gerne tust, mit vollem Herzen, voller Energie, für dich und andere, aber Nummer eins werden um jeden Preis? Du brauchst viele Leichen auf dem Weg dort nach oben. Du stehst immer vor dem Abgrund, es nicht mehr zu sein. Und während du es bist, bist du auch ständig in Gefahr. Historischer Beweis, es wurde noch nie in der Geschichte der USA ein Vizepräsident erschossen. Denken Sie vor Ihrer nächsten Beförderung nochmal an diese historische Wahrheit. Was ist mit Nummer 2 und Nummer 3? Bei Olympiasiegern fanden Psychologen etwas Überraschendes heraus. Wer glauben Sie, ist besser drauf, Silber oder Bronze? Bronze, genau. Sie wissen schon viel. Bronze gewinnt, glückstechnisch. Warum? Glück hat nichts damit zu tun, wie viele Millisekunden Sie auf der Uhr, wie viel Euro Sie auf dem Konto haben, sondern nur mit einer zentralen Frage: Mit wem vergleiche ich mich? Mit wem vergleicht sich Silber? Automatisch mit Gold. Silber steht auf seinem zweiten Treppchen und hasst sich dafür. Sagt, ey, 3 Millisekunden, du hast versagt. Bronze sagt sich, 3 Millisekunden und ich hätte überhaupt keine Medaille. Bronze ist sehr entspannt im Hier und Jetzt und sich sehr klar darüber, ey, richtig scheiße, ist Vierter. Das sind die Spiele unseres Großhirns. Das Vergleichen und das Bewerten. Wie bewerten Sie eigentlich Ihr Leben bisher? Sind Sie mehr Glückspilz oder mehr Pechvogel? Ich definiere mal die beiden Extreme und Sie achten darauf, auf welche Seite würde ich mich schlagen. Richtige Glückspilze, denen fällt alles zu. Aus jedem Zufall machen die was. Die haben einen tollen Job. Den haben die natürlich über Dreiecken gekriegt, auf der Party, bisschen geplaudert am Samstag, Montag konnten sie anfangen, passt. Die Wohnung dazu natürlich nie ausgeschrieben, gehört davon, hell, warm, bezugsfähig, wunderbar. Die haben einen Partner, den hätten die nie treffen können. Bahn war zu spät, Gleisverlegung, in der Unterführung stolpert man sich in die Arme, zack, passt. Das sind solche richtigen Glückspilze. Es gibt sie und sie gehen uns tierisch auf den Keks. Aber das Leben ist ungerecht und normal verteilt. Damit meint der Statistiker, normal verteilt heißt häufiges, kommt öfter vor als seltenes. Mit anderen Worten, es gibt an den Extremen wenige Leute, in der Mitte viele und am anderen Extrem wieder wenig. Also es gibt ein paar richtige, pure Glückspilze, viele dazwischen und auch ein paar richtige Pechvögel. Och, die haben noch nie was im Preisausschreiben gewonnen. Die haben auch nicht mitgemacht.
Die haben nicht mitgemacht, weil sie schon wussten, dass sie eh nichts gewinnen. Richtige Pechvögel haben natürlich eine unglückliche Partnerschaft. Machen das aber wett durch mehrere unglückliche Partnerschaften parallel. Job, Beruf, muss ich ja, Wohnung. Ach. Die haben auch Unfälle, an denen die keine Schuld tragen. Der Unfall war für jemand anders gedacht und so ein richtiger Pechvogel grätscht in letzter Sekunde noch dazwischen. Ja, das gibt's auch. Irgendwo dazwischen sind sie. Haben sich entschieden, auf welche Seite sie sich sehen? Ich möchte, dass jeder hier zu Wort kommt. Und es wird nicht lange dauern, weil wir machen es gleichzeitig. Sie legen einfach die Lippen aufeinander, machen. Wir summen. Von außen kann ich gar nicht sehen, wer summt und wer nicht. Aber wir hören, wie groß sind die Gruppen. Dann wissen wir sofort Bescheid. Ist doch toll, oder? Sie wissen noch nicht mal von Ihrem Nebenmann, wie der abgestimmt hat. Voraussetzung, dass wir es alle gleichzeitig tun. Also, einmal Eichen in den Raum, 100% Summen auf 3. 1, 2, 3. Für alle, die sich mit Mathe nicht mehr so auskennen, 100% heißt auch du. Man hilft sich, wo man kann. Also, entscheiden sich jetzt zu mitmachen. Sie haben einfach mehr Spaß heute Abend. Nehmen mehr mit. Bezahlt ist eh. Also, 1, 2, 3. Sehr schön. Jetzt summen bitte nur die Frauen. 1, 2, 3. Die Männer. 1, 2, 3. Ich liebe diesen Moment. Kein Mann lässt die Chance aus, es den Frauen mal so richtig zu zeigen. Jetzt kommen wir zur Differenzierung. Jetzt summen bitte nur die Frauen, die sich auf der begünstigten Seite des Lebens sehen. 1, 2, 3. Das war mehr als 100%. Versteht einer die Frauen. Kommen wir zu den Männern. Wie viele von den Männern sehen sich als Glückspilz? 1, 2, 3. Und jetzt mal ehrlich, Jungs. Wie viele wissen im Grunde ihres Herzens, ich bin in mehreren Bereichen zu kurz gekommen und eigentlich immer wieder Pechvogel. 1, 2, 3, jetzt. Da waren auch nicht alle ehrlich. In Umfragen glauben 20% von sich, ich bin typischer Pechvogel. Hier drin sind es eindeutig weniger. Auch das ist eigentlich nicht so verwunderlich. Denn die richtigen Pechvögel schaffen es nie, rechtzeitig mit einer Karte hier zu sein. Allein die Tatsache, dass sie hier sitzen, sagt mir, sie machen vieles richtig. Sind nicht wirklich schlimm dran. Sie sind ziemlich strukturiert. Und wenn sie es nicht sind, sind sie clever genug, jemanden zu haben, der das für sie übernimmt. Nutzen Sie die nächste Minute, um dem Menschen zu danken, der für Sie die Karten organisiert hat. Das ist auch so ein lustiges Ergebnis aus der Glücksforschung, dass nämlich Dankbarkeit eines der gesündesten Gefühle ist. Wenn man das trainiert, wenn man das wie so ein Muskel jeden Tag ausübt, dann geht es einem besser. Und eigentlich auch uraltes Wissen ist, dass am Ende des Lebens eigentlich nur zählt, wie gut sind deine Freundschaften, deine Beziehungen. Am Ende des Lebens sagt kein Mensch, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen sollen. Aber wir wissen heute, dass Gefühle sich übertragen auf andere Menschen. Das heißt, mit wem man sich umgibt, ist wahrscheinlich langfristig der wichtigste Glücksfaktor. Wir wissen heute auch ziemlich genau, dass es spezielle Hirnzellen gibt, die nichts anderes tun, als mit anderen Leuten mitzuschwingen. Wenn ich mir hier mit diesem Metallmikrofon an den Kopf haue, das tut weh. Aber nicht nur mir, sondern auch Ihnen. In Ihrem Hirn leuchtet ein Areal für Schmerz gleichzeitig mit auf. Wenn jemand vor Ihnen auf der Straße stürzt, dann schreien Sie Aua, wo es Ihnen ja nicht wirklich wehtut. Allerdings nur, solange Sie psychisch gesund sind. Dieses Mitfühlen ist sofort weg,
wenn sie Richtung Burnout, Richtung Stress, Richtung Depression unterwegs sind, genau als erstes Zeichen, lacht man nicht mehr mit anderen mit, freut sich nicht mit. Bei Schizophrenie, bei Psychose, das wichtigste klinische Kriterium ist, ich kann mich in diesen Menschen dann nicht mehr einfühlen. Genau dieses Hin und Her fehlt. Das ist das, was uns zum Menschen macht. Also können Sie es auch mal testen. Zum Beispiel gähnen ist ansteckend, solange Sie schwingungsfähig sind. Frauen können das wunderbar testen, weil bei Frauen ist es fieserweise so, die können gähnen, ohne den Mund zu bewegen. Du sitzt ihnen gegenüber, die machen nur so. Dann haben die gegähnt, ist es nicht sichtbar und trotzdem ansteckend für uns Männer. So ein kleiner Beziehungstest für das erste Date, willst du mit mir gähnen? Ja, das ist praktische Anwendung. Umgeben Sie sich mit Leuten, die so gut drauf sind wie Sie oder besser. Machen Sie um die paar Schätze, die man vielleicht schon hat im Leben, einen roten Kringel in Ihrem Adressbuch. Ab und an treffen Sie sich auch mit anderen. Vielleicht haben Sie ja bei denen einen roten Kringel. Ist ja alles normal verteilt. Aber ab und an so Menschen zu treffen, die einem gut tun. Es gibt so Naturtalente. Die kommen irgendwo hin und verbreiten gute Laune. Und es gibt auch andere Naturtalente, die verbreiten gute Laune, egal wo die weggehen. Aber egal, wo jeder von uns steht, jeder kann dazulernen. Deswegen machen wir einen kurzen Test. Wie ist es mit Optimismus- und Pessimismus-Strategien bei Ihnen bestellt? Nehmen Sie 5 Finger für jede Aussage, wo Sie sagen, ja, das trifft auf mich zu. Geben Sie sich einen Punkt. Gesummt wird erst am Ende. Sie können also bis dahin ehrlich mit sich sein. Aussage Nummer 1. Wenn ich irgendwo 20 Minuten warten muss, ich mache Zufallsbekanntschaften, ich plaudere mit Unbekannten. Machen Sie sowas? Dann gibt es den ersten Punkt. Zweiter Punkt, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, ich würde nicht vieles ändern. Dritte Aussage, ich glaube, in 5 Jahren geht es mir in einigen Bereichen besser als heute. Vierte Aussage, wenn ich 2-mal durch eine Prüfung gefallen bin, ich bin der Typ, ich trete nochmal an. Fünfte Aussage, ein fiktives Beispiel. Sie werden bei einem Banküberfall durch einen Streifschuss am Hals verletzt. Sie überleben aber, eigentlich nicht viel Schlimmes passiert. Was sagen Sie sich 4 Wochen später? Verdammt, warum muss ich in diesem Moment auch in der Bank sein? Oder? Kein Punkt dafür. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ein paar Zentimeter weiter, ich hätte auch tot oder gelähmt sein können. 5 Punkte waren möglich. Wer von Ihnen hat genau 3? 1, 2, 3? Weniger als 3? Mehr als 3? Welche 5 Strategien von optimistischen, glücklichen Menschen stecken hinter den 5 Bereichen? Erstens, gib dem Glück eine Chance. Die Zufallsbekanntschaften. Wenn Leute immer wieder von leerstehenden Wohnungen was hören, dann haben die das vorher gestreut. Banal, aber wichtig, unterschätzen Sie nicht die Kraft von solchen Glücksnetzwerken. Wenn Sie einen Partner suchen, müssen Sie nicht auf jede Party, aber es hilft ab und an, die Wohnung zu verlassen. Es sei denn, Sie stehen grundsätzlich auf Postboten und Zeugen Jehovas. Bereich Nummer 2 und Nummer 3. Wie gehe ich mit der Vergangenheit und wie gehe ich mit der Zukunft um? Leben nochmal leben können und sich auf etwas freuen, was in der Zukunft passieren könnte. Damit ist es im Moment in Deutschland sehr schlecht bestellt. Weniger als 3% glauben, dass Politik dieses Land verbessern kann. Weniger als 3%, das heißt noch nicht mal jeder Politiker. Und das ist echt deprimierend. Bereich Nummer 4, Hartnäckigkeit. Auch wenn die Chancen wirklich minimal sind, es trotzdem probieren. Das machen optimistische Menschen. Depressive Menschen schätzen tatsächlich ihre eigene Lage, ihre Möglichkeiten, ihre Situation realistischer ein als optimistische Menschen. Aber sie haben so wenig Spaß dabei. Depressive gehen längerfristige und komplexere Projekte grundsätzlich gar nicht erst an, zum Beispiel morgens aufstehen. Das heißt,
klinisch geprüft, ist ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung Teil psychischer Gesundheit. So absurd das klingt. Und es fällt uns Männern leichter als Frauen. Deswegen sind Männer in vielen Bereichen immer noch überrepräsentiert. Die sind nicht so selbstkritisch. Da heißt es, hat da jemand Ahnung von? Ja, ja, ich kann das, klar. Keine Peilung. Er kriegt den Job, er fällt auf die Schnauze, er lernt dazu. Nachher kann er es doch. Das ist Self-Fulfilling Prophecy. Dieter Thomas Heck wurde als Kind verspottet von seinen Mitschülern als Stotterer. Wofür haben wir ihn kennengelernt? Als Schnellsprecher. Das meine ich mit Hartnäckigkeit. Ob das unser aller Glück war, sei dahingestellt. Aber Hartnäckigkeit, Faktor Nummer 4. Und Faktor Nummer 5, Glück im Unglück entdecken. Der Schreifschuss. Es gibt Risiken. Einige Risiken kann man minimieren. Man muss nicht rauchen, man kann sich anschnallen, man kann mit Helm Fahrrad fahren. Und Banküberfälle sind selten beim Online-Banking. Aber viele Risiken haben wir überhaupt nicht unter Kontrolle. Und das ist das Leben. Es gibt Krankheiten, es gibt Katastrophen, es gibt Unfälle, an denen keiner persönliche Schuld hat. Sich das einzureden, ist völliger Unsinn. Warum es das Böse in der Welt gibt, das weiß ich nicht. Das weiß Gott oder weiß der Geier. Und ich bete, weil ich hoffe, es sind zwei verschiedene Instanzen. Aber ein Blick in die Welt sagt dir, shit happens. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel, dass Sachen schieflaufen. Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Die frohe Botschaft war ja, Glück geht vorbei. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Unglück vorbeigeht. Aber wenn wir so richtig unglücklich sind, dann wollen wir es nicht wissen. Dann denken wir, das ist jetzt für immer. Dabei sind Stimmungen relativ schnell veränderbar. Ich möchte mit Ihrem eigenen Hirn ein kleines Experiment machen. Machen Sie bitte Ihren Unterkiefer so weit auf, wie Sie können, und lassen Ihren Mund kurz offen stehen. Mit offenem Mund folgende Aufgabe: Wie viel ist 17 mal 13? Merken Sie was? Man kann mit offenem Mund schlecht rechnen, oder? Verrückt, aber da gibt es einen Zusammenhang. Wie? In unserem Gesicht drücken wir unsere Gefühle aus. Das ist klar. Aber lustigerweise ist Denken, Fühlen, Handeln so eng im Körper miteinander gekoppelt, dass jeder Bereich die anderen wieder rückwirkend beeinflusst. Wenn Sie bewusst Ihr Gesicht verändern, und zwar mit dem offenen Mund in eine eher dämliche Richtung, dann verändert Sie das. Nach 2 Sekunden glaubt Ihnen Ihr eigenes Hirn. Dann kommt die Rechneraufgabe und denkst nur, oh nee, komm, lass mich in Ruhe. Sie hätten auch ein bisschen schlauer gucken können, als Sie eigentlich sind. Da hätten Sie begonnen zu rechnen. Praktische Konsequenz, gucken Sie ab und an, wenn Ihnen gar nicht danach ist, freundlich. Nicht um andere zu täuschen, sondern um sich selber klarzumachen, Stimmungen sind variabel. Wenn Sie keinen anderen Grund haben, freundlich zu gucken, einfach mal lächeln, ohne Grund. Oder lachen ohne Grund. Sehr gesund. Sie können auch als Hilfsmittel einen Stift nehmen und eine Minute lang zwischen den Zähnen festhalten. Automatisch musst du lächeln. Eine Minute später geht es dir einen Tick besser. Ist nach einer Minute gar nichts besser, nehmen Sie den Stift quer. Meine Laune verändert nicht nur den Moment, sondern auch die Vergangenheit. Wie bitte? Die Vergangenheit ist veränderlich? Ja. Weil das gar kein fester Block ist, sondern das autobiografische Gedächtnis erzählt sich immer wieder neu, wer ich bin, aus verschiedenen Bausteinen der Vergangenheit. Und je nachdem, wie ich mich gerade fühle, wie ich drauf bin, habe ich Zugang zu verschiedenen Gedächtnisinhalten. Bin ich gut drauf, fallen mir automatisch viel leichter schöne Episoden aus dem Leben ein. Bin ich mies drauf, finde ich sehr leicht
tausend Begründungen dafür. Das ist nichts Neues, dass unser Hirn assoziativ organisiert ist, das wissen Sie schon zu nutzen, wenn Sie ins Schlafzimmer gehen und nicht mehr wissen, was wollte ich hier? Da grübelst du ja nicht im Schlafzimmer. Nein, du gehst automatisch zurück, um dich wieder in die Assoziationsbereiche zu begeben, wo dir das eingefallen ist. Und viel leichter kommst du dann da drauf, ach ja, stimmt, ich wollte ins Bett. Wenn Sie dafür mehr als dreimal hin und her müssen, sprechen Sie mit einem Neurologen. Lächeln hilft. Was hilft noch? Sport ist Stimmungsaufheller Nummer 1. Rennen Sie so oft um den See, wie Sie können. Nummer 2, Schokolade. Nummer 3 und am verlässlichsten, rote Kringel. Die Freunde, dann brauchst du sie wirklich. Die du anrufen kannst und die dir, wenn du verlassen wurdest, richtig liebevolle, aufbauende Dinge sagen können. Wie, denk daran, du hast dich auch wie ein Vollidiot benommen. Das ist Liebe. Da glaubt jemand an dich. Der sagt nicht, du bist ein Vollidiot, sondern du hast dich wie einer verhalten. Und dein Verhalten kannst du ändern. Schokolade ist auch okay. Wenn ich mit so einer Tafel Rittersport Marzipan alleine zu Hause bin, was da in meinem Kopf passiert, das hat mit Verstand gar nichts zu tun. Aber ich kann ja morgen einfach wieder Diät halten. Diät halten ist ja nicht schwer. Tagsüber. Blöd ist immer nur nachts, oder? Oh. Tagsüber ist super. Du bist so stolz. Du hast es geschafft, eine Scheibe Gurke auf 3 Mahlzeiten zu verteilen. Langsam wird's dunkel und du freust dich im Stillen, denn du weißt, im Dunkeln gelten andere Gesetze. Noch sitzt du standhaft auf dem Sofa. Es wird still in der Wohnung. Du hörst nur noch 2 Geräusche. Deinen Magen und den Kühlschrank. Beide brummen. Und beide werden immer lauter. Das Brummen des Kühlschrankes kriegt eine tragische Komponente. Es klingt dir plötzlich wie eine Sirene in den Ohren. Du erinnerst dich an Odysseus. Der Mythenheld wusste, mit dem Willen, mit dem Verstand werde ich gegen diese Sirene, gegen diese Versuchung, gegen diesen Lockruf nicht ankommen. Ich werde ihm erliegen. Führe uns nicht in Versuchung, wir finden schon selber hin. Odysseus war schlau und deswegen sagte er, Kumpels, fesselt mich an den Mast. Du schaust dich im Wohnzimmer um. Ist hier irgendwo ein Mast? Du liebäugelst kurz mit der Juckerpalme. Aber ist ja auch keiner da, der dich fesseln könnte. Du stehst langsam auf, tigerst im Wohnzimmer rum, kommst am Schlafzimmer vorbei. Da ist schon lange keiner mehr, der dich fesseln könnte. Und zack, bist du vorm Kühlschrank. Du weißt nicht, wie du da hingekommen bist, aber wo du schon mal da bist. Männer nachts vor dem Kühlschrank glauben ernsthaft, der Körper merkt nicht, was du in dich reinfrisst. Du darfst nur das Licht nicht anmachen. Frauen glauben, du musst es unbemerkt an der Zunge vorbeibekommen. Wenn die nicht schmeckt, ist so gut wie ungeschehen. Statt das, was man isst, wirklich bewusst zu genießen, können die innerhalb kürzester Zeit riesige Mengen runterschlingen und dann fragen sie ihre Zunge, war was? Nö, ich hab nichts gemerkt. Und ich habe aus all dieser leidvollen Erfahrung meine eigene Diät entwickelt. Wenn ich mal zu viel gegessen habe und komme nach Hause, dann zwinge ich mich und esse die gleiche Menge Eiscreme hinterher. Ja. Also, ist so. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Kalorien. Kalorien ist eine Wärmeeinheit. Genau.
Und deshalb darfst du nach meiner Theorie alles, was unter 0 Grad in den Körper kommt, von der Gesamtbilanz abziehen. Das ist meine Entdeckung. Die Eiscreme-Diät, meine Damen und Herren, da muss ich die Brigitte aber ganz warm anziehen. Jetzt kommt Hirschhausen, abnehmen mit Humor und Häagen-Dazs. Das wird ein Renner. Da gab es neulich auch so einen absurden Artikel, dass man abnimmt durch Lachen. Warum nimmt man ab durch Lachen? Da wurde vorgerechnet, durch die Bewegung im Körper hat man am Ende des Jahres durch 15 Minuten Lachen täglich 2 Kilo abgenommen. Das ist ein Quatsch, oder? Der wirkliche Grund, warum Leute, die viel lachen, abnehmen, ist, weil sie beim Lachen nicht essen können. Diese ganze Kalorien- und Verbrauchszählerei, wohin hat die uns geführt? Und erklären kann die vieles überhaupt nicht. Du hast dich abends noch gewogen, du weißt genau, was du wiegst. Gehst ins Bett, nachts noch mal kurz in den Kühlschrank, isst so eine kleine Ecke Käse. Lass es 100 Gramm gewesen sein. Mehr war nicht da, du weißt ganz genau, es waren nicht mehr als 100 Gramm, mehr hattest du nicht eingekauft. Und am nächsten Morgen gehst du auf die Waage, zack, 500 Gramm mehr. Wo kommen diese 400 Gramm extra her? Das kann Ihnen kein Ernährungswissenschaftler der Welt erklären. Ich glaube, die Löcher im Käse, die sind nicht so harmlos, wie die immer tun. Ja, das sind die kleinen Varianten von den schwarzen Löchern im Weltall. Die Löcher im Käse, das ist eine Form von Antimaterie. Und erst im Zusammenhang mit der Magensäure zieht sich dieses kleine schwarze Loch im Magen Gravitationsmasse aus dem Weltall. Zack, bist du morgens schwerer als abends. Das kommt wahrscheinlich aus der Milchstraße und die ist nicht fettarm. So viel ist mal klar. Und da glaube ich, jeder Bäckersfrau mehr als irgendwelchen Astrophysikern und Ernährungswissenschaftlern. Bäckersfrauen wussten schon immer, die Hüfte ist mehr als die Summe aller Teilchen. Dass uns süße Sachen schmecken, das ist angeboren. Das ist bei jedem Baby so. Aber auf welche Süßigkeiten wir später im Leben stehen, das ist natürlich gelernt. Warum trinken erwachsene Menschen Coca-Cola? Haben Sie es mal warm, abgestanden, ohne Kohlensäure probiert? Ein tolles Getränk, oder? Ich glaube, der einzige Grund, warum wir es wirklich trinken, ist, weil wir es als Kinder nicht trinken durften. Es wurde uns verboten. Und in dein 4-jähriges Hirn hast du eingraviert, wenn ich der Bestimmer bin, dann kaufe ich mir das. Wir halten uns weltweit dran. Der Markenerfolg Nummer 1 auf diesem Planeten verdankt seine Energie dem Trotz. Die Psychologen nennen das Reaktanz. Gib einem 4-jährigen Kind die Auswahl zwischen allen Buntstiften und sag, nimm dir irgendeine Farbe, nur nicht gelb. Ich wollte aber gerade gelb. Das Tolle ist, es funktioniert genauso gut mit jeder anderen Farbe und in jedem anderen Lebensalter. Wir sind kein Deut besser. Ich will das, was ich nicht kriegen kann. Liebe Eltern, Sie wollen doch, dass Ihre Kinder sich später mal gesund ernähren. Verbieten Sie bitte nicht Coca-Cola. Verbieten Sie Brokkoli. Aber das konsequent. Nein, Gemüse ist nichts für kleine Kinder, glaub mir. Nein, du kriegst das nicht. Du bist zu klein, dein Körper verträgt das nicht. Wenn du größer bist, dann darfst du auch ein bisschen Gemüse. Jetzt hör auf zu fängen, ich hab's dir erklärt. Ach, also gut. Pass auf, du isst das Eis auf, trinkst 2 Liter Coca-Cola. Und wenn du dann noch kannst, dann darfst du eine kleine Ecke Brokkoli. Aber nur eine kleine Ecke. Und pass auf, dass Papa das nicht sieht. So erzieht man Kinder. Und sie merken schon, ich hab noch keine. Ich glaube wirklich, diese romantische Idee,
die vor 200, 300 Jahren Europa infizierte, die reißt uns immer wieder runter. Die suggeriert uns zum Beispiel, es gibt unter 6 Milliarden Menschen auf dem Planeten genau einen richtigen für dich. Wie wahrscheinlich ist das, dass man den trifft? Du kennst ja schon jemanden, der ist auch irgendwie okay, aber perfekt ist was anderes. Die Romantik suggeriert uns, den Richtigen erkennst du daran, du bist nach dem ersten Moment der Begegnung ab dann für immer glücklich. Der Richtige ist grundsätzlich falsch. Was für eine absurde Idee. Das Glück ist da, nur nicht da, wo ich bin. Ich muss ihm nachrennen, hinter 7 Bergen, hinter 7 Zwergen, da gibt es den Richtigen. Erkennungszeichen, eine blaue Blume am Revier. Und erst wenn du daran riechst, wirst du spüren, du bist darauf allergisch. Natürlich, je mehr Möglichkeiten wir haben, Partner zu finden, desto größer ist der Stress der Auswahl. Obwohl wir alle Produkte der Welt kaufen könnten, wir können uns nicht entscheiden. Und das macht uns fertig. Der Engpass dazu ist im Gehirn angelegt. Wir haben nur 7 Speicherplätze. Sprechen Sie mir mal bitte kurz nach. Folgende Zahl. 70135. Kein Problem, oder? Wie ist es mit 4010? 0230 187747. Du steigst aus. Nach spätestens 7 Ziffern ist Schluss. Mehr kann unser Kurzzeitspeicher nicht halten. Wer verdient damit Geld? 11833. Wo merken wir das? Bei jedem Einkaufen. Du willst eigentlich nur mal schnell eine Erdbeermarmelade kaufen. Da stehen aber dummerweise mehr als 7 im Regal. Und schon bist du überfordert. Da kenne ich die Marke. Ist die vielleicht besser? Die hat nur Erdbeer. Die Erdbeermango. Die hält noch 3 Monate, die sogar 8. Wenn ich gleich die ohne Konservierungsstoffe nehme und das große Glas zur Hälfte esse, wenn die dann anfängt zu schimmeln, und ich die dann wegschmeiße, ist es nicht günstiger, gleich die kleine französische zu nehmen? Nach 7 bist du überfordert, was kaufst du am Ende? Nutella. Konsumforscher haben herausgefunden, dass, wenn Leute einen Joghurt kaufen wollen und mehr als 10 im Regal stehen, 40% dieser Leute ohne einen einzigen Joghurt nach Hause gehen. Und zwar frustriert, weil sie nicht gekriegt haben, was sie wollten. Wie reagiert die Politik? Sie verlängert die Ladenöffnungszeiten. Genau falsch. Du stehst ja 2 Stunden länger vor dem Regal. Macht die Läden zu. Immer nur zur vollen Stunde. 5 Minuten auf. Du gehst rein, entscheidest dich, gehst wieder raus. Fertig. So kurbelt man die Binnennachfrage an. Marmelade ist vielleicht ein blödes Beispiel. Manchmal sind ja Kaufentscheidungen wirkliche Lebensentscheidungen. Zum Beispiel bei Shampoo. Ey, Shampoo kannst du nicht einfach irgendeins kaufen. Nee, das muss zu dir passen, deinem Haartyp, deiner Kopfhaut. Und dann stehst du vor dem Regal und fragst dich, wie strapaziert ist mein Haar im Moment? Ich habe erst letzte Nacht wieder drauf gelegen. Da kommst du ins Grübeln. Es braucht Jahre, bis du ein Shampoo hast, was wirklich zu dir passt. Ich war in der glücklichen Lage, nach vielen Jahren des Rumprobierens, endlich hatte ich das Shampoo. Wir waren ein super Team, wir waren sehr glücklich. Mein Shampoo und ich. Es passte nicht nur zu mir, es passte auch perfekt in dieses Körbchen an meiner Dusche. Ja, ich merke, Ihnen ist das auch wichtig. Das Shampoo passte genau in dieses Körbchen an meiner Dusche. Irgendwann war es leer, ich wollte es nachkaufen. Da hatten diese Vollidioten aus dem Marketing zum gleichen Preis 20% mehr Inhalt in meine Flasche getan. Genau, es passte nicht mehr ins Körbchen. Ich war verzweifelt. Was sollte ich tun? Ich bin zur Verkäuferin und sagte, Mensch, gucken Sie doch nach meinem Lager. Das kann doch nicht sein. Es muss doch irgendwo noch eine Flasche geben in meiner Körbchengröße. Wenn du nicht aufpasst, bist du den ganzen Tag mit all diesen Kaufentscheidungen beschäftigt.
Warum gehen Leute zu Aldi? Weil es da nicht so viel zu entscheiden gibt. Mönche zum Beispiel müssen sich nicht jeden Morgen fragen, was ziehe ich heute an? Ach, die Kutte. Ah, das ist ja praktisch. Sag mal, wann gibt es denn morgen Mittagessen? Ach, um die gleiche Zeit wie seit 500 Jahren. Ah, super. Was machen wir heute Abend? Gibt keine Abendveranstaltung. Ach, dann gehen wir früh ins Bett. Dann kannst du auch früh aufstehen. Was lesen wir heute? Das Buch. Die haben seit 2000 Jahren das Buch nicht gewechselt im Kloster. Und lesen da immer noch fasziniert drin. Feste Spielregeln sind das, was Odysseus mit seinem Mast hatte. Eine Idee, an die halte ich mich. So komme ich an der Versuchung vorbei. Sich viele Entscheidungen nicht jeden Tag neu vorzulegen, das scheint ein Schlüssel zum Glück sein. So gesehen ist Kloster Aldi auf spirituell. Wir haben viele verschiedene Teile, die quatschen alle durcheinander im Kopf. Es gibt aber einen Hirnteil, der versorgt uns mit negativen Annahmen über uns. Der Stirnlappen plant, der Seitenlappen vernetzt. Und dieser Hirnteil, ich glaube, wir sollten ihn nennen den Jammerlappen. Der verhindert. Der Jammerlappen wurde bisher von den Neurologen nicht entdeckt, weil er nicht vernetzt ist mit all den anderen Teilen des Hirnes. Er ist nicht kooperativ. Er ist destruktiv. Er hat zum Beispiel keine Verbindung zum Sehnerv, aber er hat alles kommen sehen. Er hat keine Verbindung zum Gedächtnis, weiß aber sicher, früher war es irgendwie besser. Der Jammerlappen ist der Typ auf der Party, der nicht tanzt, sondern demonstrativ mit verschränkten Armen vor der Box steht und dessen stiller Vorwurf lauter ist als die Musik. Und das Negative hat eine Kraft. Können Sie zu Hause ausprobieren. Nehmen Sie eine Schale mit schönen Äpfeln. Legen Sie einen faulen Apfel in die Schale. Dann werden die anderen auch faul. Dann nehmen Sie einen schönen Apfel, tun den dann in die faulige Schale. Dann werden die nicht schön. Nee. Das ist der Unterschied. Also es gibt eine Kraft, die uns irgendwie nach unten zieht. Wie kann man damit umgehen, mit diesen negativen Gedanken? Auch wieder eine kleine Judo-Technik. Nicht direkt konfrontieren. Eleganter, einmal richtig hinhören. Weil nicht hinhören funktioniert nicht. Wie beim Ohrgeräusch, Tinnitus, kannst du auch nicht sagen, hör einfach nicht hin. Das zieht dich runter. Ich hatte das mal, habe bei der Selbsthilfegruppe angerufen. Da war ein Anrufbeantworter. Na, schönen Dank. Sprechen Sie nach dem Pfeifton. Besser ist es, hinhören und lernen, damit umzugehen. Also, was kannst du machen? Du schreibst einmal deine ganzen Jammersätze auf. Das ist ja wie so Songs. Und das wird wie eine Hitparade. Nächstes Mal bei Kant, heute ist nicht dein Tag, weißt du schon, ach, letzte Woche noch auf 7, jetzt schon auf 3. Du wirst zum Dieter Thomas Heck in deinem eigenen Hinterkopf. Auf Platz 1, immer die anderen, auf Platz 2, immer ich, auf Platz 3, heute ist nicht dein Tag, auf Platz 4, die Welt ist ungerecht, auf Platz 5, ein Neuzugang diese Woche, meine Eltern sind schuld an meiner Brokkoli-Abhängigkeit. Merken Sie, was passiert? Du kriegst Spaß damit. Und irgendwann passiert das, was in der ZDF-Hitparade auch immer passiert ist. Du wirst deine eigenen Jammer-Songs überdrüssig. Und dann heißt es von ganz allein, heute ist nicht der Tag, zum dritten Mal dabei, muss ich nicht wieder wählen. Das Blöde am Jammern ist ja, es zieht nicht nur dich runter, sondern auch alle, mit denen du zu tun hast. Damit sind wir bei der letzten großen Gruppe, nämlich bei dem Glück im Miteinander. Auch ein alter Trick. Kümmere dich nicht um dein Glück, sondern mach jemand anders glücklich. Und es ist so viel einfacher, jemand anders glücklich zu machen, als sich selber. Was haben sich die Leute auseinandergesetzt, sich zu verstehen? Männer und Frauen verstehen Quatsch. Finde raus, was den anderen glücklich macht. Ob du das verstehen kannst oder nicht, ist egal. Das ist wie beim Kitzeln. Du kannst dich nicht selber kitzeln. Warum? Der Impuls in die Finger geht in Kopie ans Kleine und sagt, pass auf, wenn dich in der Seite gleich was berührt, erschrick nicht, bist du selber. Wir brauchen jemand gegenüber. Das ist wie beim Sex, immer alleine ist, irgendwann fehlt die Überraschung. Da wünscht man sich, Politiker zu sein, da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut, aber neurologisch ist das sehr schwer. Wir brauchen Gegenüber.
Und dann kommt auch wieder zurück. Aber mit dem Glück ist doch nicht so ganz banal, weil ist die Frau glücklich, ist der Mann auch glücklich. Warum? Weil er denkt, er hat damit was zu tun. Das ist diese männliche Selbstüberschätzung, von der wir es schon hatten. Andersrum, ist der Mann glücklich, ist die Frau misstrauisch. Weil die denkt, was ist da los? Aber Männer haben einfach Wege zum Glück, die Frauen ursprünglich auch hatten als Kind, aber dann irgendwie verlieren. Schauen Sie sich Kinder an. Die brauchen keine komplizierten Sachen, um glücklich zu sein. Die wollen nur in der Ecke sitzen, in Ruhe popeln. Männer verlernen das nie, diesen einfachen, direkten Weg zum Glück. Männer wissen, da ist eine Herausforderung, du bist dir gewachsen, du kannst es schaffen, es wird nicht einfach, du holst das Letzte aus dir raus. Das brauchen wir manchmal. Ey Frauen, ihr könnt Kinder kriegen, lasst uns dieses kleine Erfolgserlebnis. Viele Frauen sind echt neidisch auf ihren Mann, weil der so glücklich verheiratet ist. Und gleichzeitig ist es toll, wenn man jemanden hat, mit dem man gewachsen ist, der sich gut kennt, man kann sich Aufgaben teilen. Wenn du als Mann zum Beispiel nicht mehr alles weißt, was du schon mal Blödes gemacht hast, du weißt, wen du fragen kannst, das ist super. Herrlich. Klasse. Was ist schön in einer Partnerschaft? Ist es der Sex? Sex, natürlich, da sind sich Belohnungssysteme in Hirn weltweit einig, ist schön. Aber was daran? Der Kick, der Pleasure, der Höhepunkt, schön. Schön, wenn er kommt und wie er geht. Und nochmal kommt, aber irgendwann ist auch okay, oder? Dann willst du auch. Es ist wie 3 Wochen am Stück Wellness. Irgendwann 24 Stunden am Tag nur Orgasmus, will keiner ernsthaft. Schön am Sex ist aber was anderes, das danach. Weil du danach noch gerne da bist, wo du bist. Wenn du das genießen kannst, mit diesem Menschen, in diesem Moment. Es gibt auch anderen Sex, wo du danach nur denkst, ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Das ist sehr bedenklich, gerade für Nichtraucher. Und ich glaube, in dem einen Punkt können Frauen echt was von Männern lernen. Wir sind nicht so überkritisch mit uns selber. Frauen lesen eine Modezeitschrift und fühlen sich danach schlecht. Warum? Weil da lauter Leute abgebildet sind, die nicht so aussehen wie sie. Ist das eine Überraschung? Nein. Die wurden deswegen fotografiert und es ist ganz normal, kein Supermodel zu sein. Ich war schon mit solchen Superschönheiten in Talkshows eingeladen. Ich habe die vor und in der Maske erlebt. Und was da gemacht wird, dafür kommt jeder Gebrauchtwarenhändler in den Knast. Wenn Männer sich unsicher sind mit ihrem Körper, dann kaufen die sich nicht Men's Health. Die gehen in die Sauna und gucken sich um und denken, ach, so schlimm ist es doch nicht mit dir. Das ist der Trick, mit wem vergleiche ich mich? In der Sauna siehst du Menschen ungeschminkt, so wie Gott sie schuf und wie McDonald's sie formte. Frauen, hört auf, euch fertig zu machen. Es ist normal, über die Lebensspanne zuzunehmen. Ich habe mal 3 Kilo gewogen. Seitdem kontinuierlich jedes Jahrzehnt mehr. Aber wie steht eine Frau vorm Spiegel? Immer in Bewegung. Die lässt nicht locker, bis sie irgendwas entdeckt, was nicht perfekt ist. Perfektion ist der sicherste Weg ins Unglück. Neulich hat eine ziemlich perfekte Frau vor meinen Augen Folgendes getan. Sie nahm die Haut am Oberschenkel, schob sie zusammen und sagte, guck, so sehe ich in 30 Jahren aus. Kein Mann kommt auf so eine kranke Idee. Wie steht ein Mann vor dem Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Nach 2 Sekunden ist er mit sich klar, passt schon. Mehr willst du nicht wissen. Natürlich hast du irgendwann auch so eine Plauze, aber kein Mann ist so bescheuert und dreht sich ins Profil.
Herzlichen Dank. Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert und ich war kreuzunglücklich. Ich dachte, Seefahrerei, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte sehr schnell, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Mir war sehr komisch und das war nicht komisch. Endlich, fester Boden unter den Füßen, ging ich in Norwegen in der Stadt Bergen in ein Zoo. Sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, was für eine arme Kreatur. Zu enger Smoking, untersetzte Statur. Und sag mal, hat der Schöpfer bei dir die Knie vergessen? Ich ging eine Treppe runter und sah noch einmal zurück durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken von dem Pinguin. Da sprang er ins Wasser, schwamm an der Scheibe vorbei und hatte Mitleid mit mir. Haben Sie einmal einen Pinguin schwimmen sehen? Der ist perfekt. Die sind so schnell, so wendig, haben so viel Spaß im Wasser. Der könnte mit der Energie aus einem Liter Benzin 2500 Kilometer weit schwimmen. Das ist besser als alles, was sich Menschen jemals konstruiert haben. Und ich hielt es für eine Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich, wie schnell ich ihn beurteilt habe, nachdem ich ihn nur in einer Situation sah. Und zum Zweiten, wie wichtig es ist, in deiner Umgebung, in deinem Wasser zu sein, um zu zeigen, was in dir steckt. Wie viele Menschen verbringen einen Großteil ihrer Energie und Zeit, damit an ihren Schwächen zu arbeiten? Oh, das kann ich nie und so bin ich nicht. Man kann einiges ändern. Aber salopp gesagt, wenn du als Pinguin geboren wurdest, wirst du auch durch 7 Jahre Psychotherapie in diesem Leben keine Giraffe. Und probier's auch nicht auf Teufel komm raus. Statt sich mühsam zu verbiegen und an eine unpassende Umgebung anzupassen, ist es vielleicht schlauer, das Umfeld zu wechseln. Das heißt, ich weiß, was ich gut kann und suche mir die Leute, das Umfeld, in dem ich das nach außen bringe. Das hieß für mich irgendwann zu kapieren, dass mich Medizin wirklich im Herzen interessiert, dass das Krankenhaus aber nicht der optimale Ort für mich war. Ich bin nicht besonders gut organisiert und das ist im Krankenhaus hinderlich. Gleichzeitig kann ich Dinge formulieren, die sie sonst keiner formuliert, ist auch im Krankenhaus hinderlich. Wenn du so schnell einen Arztbrief schreibst, dann geht es nicht um Poesie, sondern um eine Zahl. Irgendwann kapierte ich, mit dem, was ich gut kann, sollte ich in einem anderen Umfeld agieren. Und das tue ich heute. Ich habe hohen Respekt vor allen Ärzten, vor allen Pflegern, vor allen, die kranken Menschen Gutes tun. Ich bin da nicht geflohen, aber ich habe das Gefühl, hier ist mehr meine Wirkstätte. Ich bin öfter in meinem Element, habe mit mir mehr Spaß, andere haben mit mir mehr Spaß. Und das kann jeder. Der Pinguin wünscht Ihnen, seien Sie oft in Ihrem Wasser. Sie fragen sich vielleicht, was trinkt er die ganze Zeit? Stilles Wasser? Nein. Es ist Tee. Und ich muss Ihnen sagen, Vorsicht vor allen Teeprodukten. Was da inzwischen alles angeboten wird, Glückstee, funktioniert das? Es geht dir schon schlecht. Du nimmst vorsichtshalber auf die Tasse 3 Beutel. Dann hockst du da und denkst, wann geht's denn nun los? Verdammt, ich bin immer noch nicht glücklich. Ist der Tee kaputt? Ich bringe den zurück. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das erreicht Glückstee. Da gibt es einen Tee, der heißt Fitness-Tee. Sie sind fit, wenn Sie sich öfter bewegen. Aber auf der Couch Tee zu trinken, bringt Ihnen keinen Fitnesszuwachs. Na doch, vielleicht. Wenn Sie im 5. Stock wohnen und Ihr einziges Klo ist auf dem Hof, dann kann das aber auch jeder andere Tee. Da gibt es einen Tee, der nennt sich Momente der Stille. Da können Sie auch irgendwelche 2 Teebeutel nehmen und sich in die Ohren packen. Fertig. Aber es gibt doch einen Tee, der wirklich glücklich macht. Das ist der Tee in Jugendherbergen. Nach einer anstrengenden Tagestour ist das plötzlich ein köstliches Getränk. Natürlich hat es mit der Anstrengung zu tun, mit der Überwindungsprämie.
Aber der Schnäppchenjäger denkt, kauf dir einfach den Tee, dann hast du das Erlebnis auch so. Das geht nicht. Ich habe überall gesucht. Es gibt nirgends diese Beutel für Jugendherbergstee zu kaufen. Ich habe nicht locker gelassen, endlich herausgefunden, woran das liegt. Für die Zubereitung brauchst du gar keine Beutel. Du brauchst auch gar keinen Tee. Du brauchst nur diese Kanne. Die Kanne, das ist der heilige Gral der Jugendherberge. Die wird über Generation an Generation von Jugendherbergsvater zu Jugendherbergsvater weitergegeben und immer nur ganz vorsichtig von außen gereinigt. Deswegen hat sich im Inneren etwas gebildet, das nennen die Archäologen den Teestein der Weisen. Ein Perpetuum mobile, eine magische Kanne, heiß Wasser obendrauf und zack, ist es plötzlich Jugendherbergstee. Zu erkennen an den halluzinogenen Wirkungen auf den menschlichen Geist. Ein Schluck und du denkst plötzlich, oh ja, heute gehe ich mal wieder um 10 ins Bett. Das schafft kein anderes Getränk. Für mich ist Jugendherbergstee das Symbol für Glück. Warum? Er enttäuscht uns nie. Du erwartest nichts. Und genau das bekommst du.